Hallo meine lieben Freunde und herzlich willkommen zurück zu einem weiteren Shakes and Fidget Video. Wir sind hier auf EU5 und wir haben jetzt ja schon fast wieder Wochenende. Heute ist Freitag und wir haben in Shakes and Fidget jetzt Event und zwar auch das ja allseits beliebte Gold-Event ist mit am Start. Und EU6 wird heute übrigens auch starten. Da werde ich im Rahmen meines Projektes spielen. Ein paar Leute wissen da schon Bescheid. Oder halt, ja, die Leute, die halt das Video bei meinem Kanal-Trailer gesehen haben. Und da werde ich in eine Gilde gehen und dort mal gucken, was da so abgeht. Auf jeden Fall sehr viele Anfänger. Und das ist auf jeden Fall interessant zu sehen, woher die alle kommen, ne? So, damals gezockt und mit EU6 beginnen die wieder und das ist mega interessant, wirklich. Stimmt. Sommer, Sammel, Surium, das ist auch echt ein Zungenbrecher. Das ist ja auch. Da kann man nämlich hier kämpfe einmal in den Dungeons, dann bekomme ich 5 Punkte, okay, und dann sammle ich das über einen gewissen Zeitraum. Noch 9 Tage und ach du Scheiße, das gibt ja einen legendären Edelstein. Boah, das hatte ich echt vergessen, dass das einen legendären Edelstein gibt. Oh Mann, Alter. Und den würde ich schon gern haben, so. Aber was ist das hier? 117.000 Gold. Das ist für meine Verhältnisse viel. Ich weiß gerade gar nicht, was kostet denn jetzt ein Skillpunkt bei mir? 13.000, 20.000. Naja, so viel ist das jetzt auch nicht. Aber, ne, man nimmt mit, was man kriegen kann. Dann haben wir noch Tag toll kühner Tiere. Ach, die Pets habe ich auch schon wieder vernachlässigt. Das ist doch zum Kühe melken. Ja, und die, ich müsste eigentlich Früchte auch farmen. Und das irgendwie kriege ich auch nicht hin. Ja, da ist wieder die Power raus. Ich habe ja gesagt, ich spiele den Account so gut ich kann und der Anfang, da war ich noch richtig motiviert und ja, jetzt, was die Pflege meines Chars anbelangt, da habe ich irgendwie nicht so mehr die nötige Kraft, um da aktiv da irgendwie Kämpfe reinzuhasseln und boah, ne, hast du nicht gesehen. Aber ich kann auf jeden Fall hier alle Früchte verballern und dann auch einen Kampf machen mit Lilipon. Ja, gewonnen, safe. Und dreimal rein da. Ja, meine Stadtwache, die läuft noch 12 Minuten. Einen Arena-Kampf kann ich machen, aber ich mache das jetzt im Rahmen meines Sammelalbum-Pushens. Und da haben wir bestimmt gleich mal einen, der mir ein paar Prozente im SA gibt. Da hätte ich zum Beispiel Handschuhe. Aber ich finde in letzter Zeit auch wirklich nur, wenn ich einen finde, mit einem Item. Ja, pro Typ hier ein Item. Da auch wieder einer. Da keiner. Und da das Glücksschild. Okay. So, dann greife ich mal den an und gönne mir einfach mal ein Pluspunkt. Wunderbar. So, ich habe ja auch Sanduhren, kann ich reinschmeißen. Dann werde ich dann später hier das Event spielen mit den Sanduhren durchskippen. Und genau da brauchen wir jetzt nicht weiter drauf eingehen, auf den Arena-Manager. Glücksrad, da habe ich noch nicht gedreht. Da werden so ein paar Pilzchen immer willkommen. Oder Gold. Okay, EP. Ja, Gold wäre auch nice am Event. Mal 5. Ja, das wird schon scheppern, du. So, Festung. Da gucke ich immer mal ab und an, dass es hier auch gut weitergeht. Unterwelt bin ich mehr oder weniger am vernachlässigen, muss ich zugeben, aber ich hau den Gladiator-Trainer nach oben. Auf den habe ich immer Bock, ne? Also Schaden ist wichtig für Dungeons, dass man dann auch die Gegner richtig schön klatscht. Ein Fight im Dämonenportal und dann gehe ich auch schon hier den Panther an. Ja, und ich werde das mal so laufen lassen. Und ja, also ich bin gespannt, EU6. Da werde ich dann heute, so viel kann ich sagen, mich irgendwie mal über Handy in die Gilde rein befördern. Das heißt, die Einladung wird man mir dann schon schicken können. Ich werde dann mit Handy mal kurz reinkommen und die Alu werde ich dann aber erst
spielen nach meinem Feierabend. Das wird dann wieder, ja, so 22 Uhr sein, wenn ich zu Hause bin, oder halb elf. Und dann werde ich ein Video machen, also ein Serverstart-Video, wie zu EU5. Na, da, wo alle Leute gedacht haben, ich komme nicht mehr. Und dann habe ich dann um 23.30 Uhr noch meine Abenteuerlust gespielt. Ja, das war schon ganz lustig. So, und ja, das nenne ich doch mal Gold, Leute. 338.000. Echt starke Nummer. Werde ich auch gleich verbuttern. Das kommt hier auch in Stärke rein. Nice. Okay. Ja, gut, dann machen wir hier nochmal die Alu durch und das Würfelspielchen. Und ich gucke jetzt explizit auf das Gold. Weil ich will da jetzt ordentlich... Oh, lol. Nice. Ein weiteres Tierchen. Ich möchte da eben hier ganz, ganz viel in meiner Kasse haben. Damit ich dann... Ja, ich werde dann danach auch nochmal einen Dungeon Try machen. Mal schauen, vielleicht wird das Skilling etwas bewirken. So, 133.000 auf den Nacken von Gorgos und dann noch Seelen gekriegt. Sehr schön. Ja, auf jeden Fall das hier. Allein die EP schon mit dem Item. Klar, das lässt man sich dann nicht entgehen. Die Sanduhren, die werden auch ausreichen. 33.000 nehmen wir doch. Plus einen Pilz auch noch. Okay. So, na halt, Moment. 109.000 Gold. Hatte ich schon mal ein bisschen mehr gehabt für 10 Minuten. Da passt die EP. Ja. Ja, komm, nehme das. Was soll's. So, die Rüstung ist nicht gut. Aber 37 für 100.000 Gold ist in Ordnung. Außerdem kann man die Rüstung ja noch verkaufen. Zerlegen, wie auch immer. Oh, Stärke plus 291. Oh, da gucke ich mal gleich mal hier rein. Da habe ich noch ein Epic. Boah, weiß ich nicht, ob sich das jetzt schon lohnt auszutauschen. Die Items würde ich austauschen, ja. Aber, boah, da weiß ich nicht. Immer so ein gegen Epic. Ja, wobei, das sind alle Attribute Epic. Ja, doch, ich... Ja... Bin dazu geneigt, das hier auszutauschen. Und zack, weg. Ach komm, es ist Event. Da kann man mal Pilze ausgeben. 173.000. Safe, nehme ich mit. Ich werde da mal lieber die Tasten benutzen. Geht viel, viel schneller. Natürlich kann man sich da mehr verklicken, aber was soll's. Oh, jetzt habe ich aber keine Sand und mehr. Ja, wunderbar. Ja, dann werde ich mal auf den Würfelspieler übergehen. Und hoffen, dass ich jetzt Sand und bekomme. Dann, sonst, ja, sieht das schlecht aus. Gut, dann war es das mit dem Dungeon-Versuch. Aber ich habe die Pilze dann jetzt auch lieber gegen, ja, mehr Abenteuerlust ausgetauscht. Skillen werde ich trotzdem. Ich würde sagen, pack das mal hier rein. Und nehme dann den, was habe ich weniger, Ausdauer 216. Ja komm, ich packe hier einen Ausdauerstein rein. Und zack. Okay. So. Ach nee, das hat meine Stärke erhöht. Ah, okay. So, Arena-Kampf ist wieder machbar. Dann gehen wir doch mal hier den an. Wunderbar. Okay. Ein bisschen zerlegen darf auch nicht fehlen. Batz, batz, batz. Dann ein Steinchen ins Klo. Und wir sind froh. Okay. Ja, ansonsten, Leute. Genau. Serverstart steht vor der Tür. Es wird sehr wahrscheinlich wieder einen Code geben. Und den werdet ihr dann einlösen können. Also von mir bekommt ihr keinen Code, sondern von den offiziellen Shakes and Fidget Creatorn. Ja, sind die besten Leute hier. Und genau, dann wünsche ich euch schon mal viel Spaß auf EU6 bei Shakes and Fidget weiterhin und halt auch beim Wochenend-Event.
Macht's gut, Leute. Bis dahin, tschüss, ciao und bye bye. I wanna be the greatest. Everybody on the fake shit. I look around and feel like everybody is the fakest. I make this every day and I'm impatient. Hoping one day I blow up from the basement. Statement, the top is so vacant. I don't hear shit that I think is amazing. Waiting for my day when I'm playing. Sold out shows for 1,000 faces. Hey!